Jugend präsentiert ist ein Bundeswettbewerb für Schüler, die naturwissenschaftliche Präsentationen ausarbeiten. Es sind Schüler aus der ganzen Bundesrepublik. Es geht so bei 12 Jahren, 13 Jahren los und dann bis zum Abitur. Heute sehen wir die besten 6 von 66, denn gestern in einer Vorrunde wurden die eben ausgewählt. Ich komm nicht mehr zurück, schmeiß die Uhr weg, lass mein Handy irgendwo verschwinden. Denn da, wo ich hin will, sollt ihr mich garantiert nicht finden. Manchmal sogar 11 Meter, keine Seltenheit, und man sieht hier ganz deutlich, fast doppelt so groß ist das Lungenvolumen. Und damit kann der Taucher natürlich viel, viel mehr Luft einatmen. Mit einem Applaus, 1, 2, 3-mal die 10, meine Damen und Herren. Wenn man dort rausgeht, da ist es erstmal ganz beruhigt, aber dann am Ende, wenn alle klatschen und die Jury das Urteil spricht, da ist schon Gänsehaut pur. Drache überhaupt in die Luft sein kann. Wie bereits angekündigt, brauchen wir dafür eine der Grundgesetze, die auch Isaac Newton entdeckt. Ich habe dafür verschiedene Teile in der Klarinette. Man kann die Klarinette sozusagen auseinandernehmen. Und unser Messergebnis fällt wie folgt aus. Zunächst. Dann ganz besonders zu sehen, wie die vorne stehen, wie professionell die sind, wie die gar keine Angst mehr haben, irgendwie da vorne zu stehen. Und was für tolle Präsentationen die da halten. Im Prinzip war das so lehrreich für mich und der Preis zeigt im Prinzip einfach nur, dass ich das mir angenommen habe, was man mir sagte. Und also vielen Dank da an die Klaus-Kischira-Stiftung, an Wissenschaft und Dialog und natürlich die Universität Tübingen. Ich würde einfach allen Kandidaten, die sich jetzt weiterhin bei Jugend präsentiert, also erstmal allgemein, macht Jugend präsentiert. Also es lohnt sich da mitzumachen, wirklich, was man da lernen kann, das ist unglaublich. Und ich würde allen Kandidaten, die es dann schaffen, ins Finale zu kommen, einfach raten, habt Spaß dran. Achtet nicht zu stark auf eure Präsentation, sondern macht es aus dem Herzen heraus. Es macht einfach Spaß. Und wenn ihr Spaß am Präsentieren habt, spiegelt es sich wieder.